Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subsistence, Folge 172 mit Heiko, Miri, Julia und Manu. Hallo ihr vier. Moin. Hallo. Moin, moin. Ja, und wir sind an verschiedenen Orten. Ich glaube, die Manu ist zu Hause und die Miri ist zu Hause. Ja. Und die Julia ist in der Grotte. Wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause. Und ich habe den letzten Schock noch nicht überwunden. Ich bin mit Heiko in der Urlaubsbase. 1 war das, ne? F1, ne? Ja, genau. Ich habe den Schock noch nicht ganz überwunden, aber ich habe mich hier versorgt. Ich ein bisschen Veggie noch und dann kann ich auf dem Weg nach Hause gehen. Ich schätze mal, ich habe Begleitschutz. Mhm. Darfst ruhig 10 Meter hinter mir gehen. Ich bin ein großes Mädchen. Ah, ja. Okay. Habe ich gemerkt, als ich mich erschrocken habe. Ja, ich habe keine, ich habe nicht gewusst, dass ich auf dem Weg hierher bin. Ich war jetzt der Meinung, ich gehe wieder Richtung Heimat. Hast du dich verlaufen unterwegs? In der letzten Folge, ja. Deswegen bin ich dann hier auch in der Südsee geblieben. Ja gut, das ist ja... Das sieht ja schön aus, wenn die Sonne aufgeht, das ist schon echt. Ja, hier muss man über die Südsee sehen. Ja, das ist geil. Und die Fledermaus ist tot. Diesmal ohne mich vorher zu beißen. Wer tötet? Wer, wenn er still ist, tötet? Du oder ich? Ja, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich komme auch nie nach Sibirien. Das weil da kommen nur die hin, die keine Ausrede mehr wussten. Das sieht wirklich schön aus, wenn man so guckt. Ist schon... Außerdem war das nur ein kleines Fledermäuschen, ne? Und nicht irgendwie, was weiß ich, eine ganze Bären- und Wolfspopulation. Das würde ich nie tun. Soll ich dir sagen, warum? Na? Ich habe gar nicht so viel Munition. Du schaffst das auch mit einer Kugel gleich 3 umzulegen. Meinst du, die stellen sich ein Reihen Glied auf, oder? Ja, schön hintereinander aufstellen. Ja, gut. Das machen die aus Respekt. Aus Respekt. Oh, ein Elch. Welches Level hast du, der Meister Eder? Der ist schon angeschossen. Angeschossen? Nee, aber der Blut, der ist blutig. Ja, das ist aber angefressen vielleicht. Ja, der ist blutig, aber der hat noch volle Leben. Ja, wenn ich hier in der Wildnis einer bewaffneten Andrina begegnen würde, dann wäre ich auch angefressen, zwar ordentlich. Nee, Ernsthaft, guck mal, ist der blutig, ja oder nein? Und volles Leben aber. Ja, dann war der schon mal angeschossen, hat sich aber wieder erholt. Diese Textur mit dem blutigen Bleib, das ist ja bei den Wölfen auch so. Ich habe schon wieder Pilze gefunden. Ach, wir haben 3 Lutsche, haben wir nicht. Du weißt, dass du nachher einen Gast hast, ne? Komm wieder. Ja, so, ich komme. Also nicht nur bei den Koteletts, sondern jetzt auch bei den Pilzen, ne? Ja. Ach, du willst... Ich weiß, worauf das hinauszielt. Du willst nur, dass Manu bei dir einzieht. Das kann ich nicht. Wie soll ich die denn satt kriegen? Aber hat einen Vorteil, brauchst du nicht kochen. Also ich kann Manu kochen. Aber die ist, glaube ich, zu zäh. Aber die bringt das dir immer schönes, feinstes Puma-Steak mit. Was nützt mir das, wenn ich nie wieder Koteletts zu essen kriege? Oder Pilze rauchen kann? Das Leben ist schon hart. Da steht da ein Elch vor mir und ich schieß den nicht. Was ist bei mir kaputt gegangen? Ah, Level 3. Ah, hier geblieben wäre ich. Was ist bei mir kaputt gegangen? Wie hast du mich erwischt, du blöder Bär? Also, Heiko. Ja. Jede Loot-Tasche, die du durch mich findest, ne? Wurde nicht hinterher. Und du Hälfte abgeben. Nur der Hälfte? Dann geht's ja noch. Oder alles. Ich hab schon gehört, er hat hinter mir schon wieder einen Schrott aufgesammelt. Das hab ich gehört. Hier sind die Punkte. Ach, da sind die Punkte. Hier ist unsere Höhle. Mhm. Nein, auf dem anderen Server, aber... Also im Starten ist die gut hier. Wenn du Patsche jetzt in den Hardcore-Modus startet, hast du leider Unterschlupf. Ja, aber da drüber ist gleich der Puma. Ja, kommt also weit runter. Ja, so ein bisschen. Der kommt runter. Manu, kommt der runter bis zur Höhle? Ja, hatten wir ja. Ja,
Nee, nix hier, aber der kommt nicht runter. Grotte, oder? Nix, der kommt nicht runter, der kommt runter. Ja, dann hat er euch gerochen. Frischfleisch. Ja, ich hätte auch gestaunt. Auf einmal hier so ein Puma aus dem Wasser gekommen mit Tauchgerät. Das liegt nur an dem Tannenbäumchen, an dem Duftbäumchenkleid von Manu. Duftbäumchenkleid? Ja, ich hänge mal. Kopfkino aus! Ich hänge mal Duftbäumchen auf. Nein, das ist. Wann hatten wir das Thema? Vorgestern oder gestern irgendwann? Und dann hatten wir über das Mittelalter gesprochen. Und dann sagt sie so: Ich würde überall Duftbäumchen aufhängen. Und dann sag ich so: Ziehst noch ein Kleid aus Duftbäumchen an. Ja. Nur mit Raumspray, Sagrotan und Deo. Ich würde sie alle besprühen. Ah, oh, ja. Jetzt koche ich mir erstmal die Fledermaussticks. Ja. Was waren das? Die sind auch besonders bio. Und da ist Ebola drin. Ja. Also schön durch, nicht Englisch. Ey, ich wollte nicht schießen, hallo? Ich glaube, ich höre schon wieder falsch, kann das sein? März nee. Eigentlich nicht, ich glaube so Mai geht das los, ne? Oder April schon? Ab Mai. Hm? Ab Mai. Also in dieser Session gibt es noch keinen Bienenstich. Nee. Schon wieder ein Elch. Warum steht der Elch und beobachtet da die Tasche? Vor allen Dingen, warum bewegt er sich nicht? Level 3 Elch. Und verletzt. Schon wieder? Ja. Spawnt er jetzt die ganze Zeit vor meiner Nase, weil er mir sagen will, du hast mich angeschossen oder was? Das stimmt ja von eben dann. Ja, aber wir sind ja schon Meter weiter. So. Aber willst du mich verarschen? Ich habe hier gerade keine 7 Patronen in dich reingeschossen. Ich... 7 Patronen? Oh. Ja, der kann nicht mehr laufen, weil er so schwer ist jetzt. Jetzt bin ich am Heiko-Tümpel. Nee, der ist so festgepackt gerade eben, dass ich, obwohl ich ihn erwischt habe, er kein Leben verloren hat. Oh. Ich habe den Einschlag gehört und hat kein Leben verloren. Also das ist... Not funny. Ja, das ist, Unsynchronität mit dem Server, das ist ärgerlich, not aber nice. Passiert. So. Also meine Erfahrung ist ja mit den Fledermäusen hier in der Grotte, wenn man vorsichtig geht und sieht die rechtzeitig irgendwo noch sitzen, bevor die aktiv geworden sind, dann kann man die mit dem Gewehr ganz gut abschießen. Also die sind ja manchmal nicht ganz so. Die starten dann manchmal, kommen dann aber mit noch 2-3 Lebenspunkten an. Dafür ist die Pistole dann gut. Das habe ich jetzt 2-mal so praktiziert. Das ging ganz prima. Das heißt also, hier in der Grotte macht das Sinn, immer so ein bisschen oben die Decke abzugucken. Nee, dich will ich jetzt nicht. Und hier, oh, mein Hühnchen müsse, hoffentlich lebt das mein Hühnchen noch. Ups, hier. Kann ja mal in deine Richtung laufen. So, ja, brauchst nicht. Kümmere dich mal. Du brauchst Munition, du müsstest mal looten ein bisschen. Oh, ich finde noch nichts. Hier ist nur noch ein einziger Anzünder drin. Im Ofen, das ist nicht gut. Ich habe auch keine. Ja, das ist nicht, das ist ich habe kein Öl dabei. Kein Öl. Ja. Und auch keine Fasern. Kann also keine machen. Also das muss ich mir merken. Anzünder müssen noch dabei. Und Streichhölzer irgendwo dabei auch nicht, ne? Auch nicht, ne? Bei den ganzen Spielen, ne? Das müssen wir uns merken. Das müssen wir dort und dort machen. Da müssen wir dort und dort machen. Bei Dismantel müssen wir das machen. Bei Alice müssen wir das machen. Hier müssen wir uns das merken. Ich glaube, nein. Ja. Was bist du denn? Ich hab nicht mehr viel Platz. Ne? Ja, Platz habe ich noch 2. Ich bin etwas gefüllt. 3? Nein. Nee. Was hast du, ein Level 3 Puma oder was? Nee, ein Elch.
Nee, der macht auch. Aber mein Inventar ist voll, weil ich ein bisschen gelootet habe und Holz und so, und dann riskiere ich das nicht. Glaube ich, gehe doch hoffentlich immer noch in die richtige Richtung. In the right direction. Aber du kannst dich doch immer orientieren an deinem DKE-Punkt. Ja, aber wenn man das nicht tut, dann... Oh, ich höre Geflatter. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Ich habe zwei BKE-Punkte. Sind die eigentlich immun oder was? Ja, also die schießt ja mit der Schrotflinte genau ins Gesicht und die lacht noch. Die beißt und fliegt wieder weg. Ja, das stimmt. Diese blöden Drecksviecher, diese Vermaledeiten. Ich stehe da auch nicht so drauf. Ich finde die auch richtig scheiße. Heiko, du kannst jetzt nach Hause rennen zu deinen Hühnchen. Ich bin fast da. Und jetzt hat die sich wieder versteckt. Was, wo sitzt da denn das Vieh? Hab sie scheiße Dings an, das ist ein Massenverwerter. Das ist schlecht. Ja. Also nehme ich jetzt persönlich. Ich habe jetzt hier eine persönliche Aufgabe zu. Scheiß auf irgendwie Kristalle oder so. Ich will dieses Tierleben oder was, mein Herr. Bär, Wolf, Bär, Herr im Himmel. Noch jemand hinter mir her? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Soll. Immer gegen eine Wand pressen, dann siehst du sie. Ich habe hier keine Wand. Jetzt hat sie mich gebissen, ohne dass ich sie gesehen habe, und fliegt weg, ohne dass ich sie sehe. Also, jetzt war wieder mal. Ich warnt ab jetzt. Jetzt ist da hinter der mutiert, die ist unsichtbar. Kommt die schon wieder an? Pass auf, die ist mutiert. Ja, die kommt immer wieder. Und beißt mich nochmal. Oh, Julia hat ihre Tür aufgelassen. Dann kann ich ja da jetzt das Schweineschnitzel rausholen. Ey, das ist mein Kotelett. Nein, Julia, du hast deine Tür nicht aufgelassen. Ich habe auch ganz andere Sorgen jetzt hier. Die Schweineschnitzel, die würde ich mir schon wiederholen. Ist das so? Ja, sind dann zwar Manu und Andrina Schnitzel, aber das ist egal. Na, wir gehören jetzt zur Kategorie Schwein. Aber wir sind kleine Schweinchen mit Gamer-Turn. Nachdem sie dreimal gebissen hat, habe ich sie jetzt endlich erwischt. Die teuerste Fledermaus ever. Erstmal leer machen hier. Wie viel hat sie dich vergiftet, verdingst? Nee, vergiftet nicht. Die hat mich jetzt dreimal gebissen. Und ich habe da, glaube ich, 3 Schrotpatronen und 15 Pistolenpatronen für verballert. Manu, wie war das bei uns? Dreimal gebissen? Dreimal hat die mich und nicht gebissen. Und nicht vergiftet. Das ist gut. Das ist ja, Glück gehabt. Haben wir viermal reingestopft. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Das aber ich habe ja Gegengift mit, ich meine. Das war der helle Wahnsinn. Ja, blöd, aber so viel bin nicht einmal ich. Ja, aber die Schrotze sprüht ja weit. Die Ledermaus ist ja nur ein kleiner Punkt. Ja, aber weißt du, wenn ich ihr quasi den Gewehrlauf in den Mund stecke, ne, und abdrücke und sie hat trotzdem erlebt, dann weiß ich nicht, was hier los ist. Nee, die sind mir... Ich glaube, die haben eine heimliche Rüstung unterm Fell oder irgendwie sowas. Mhm. Normal kann das nicht sein. Kann man richtig vorstellen, hast du es dann endlich tot, dann liegst du vor dir auf dem Boden, dann willst du mit dem Ball schlachten, dann kling, kling, ja, kling. Die hat gerade Eisen ins Auge gefasst. Eisen im Auge, das muss doch wehtun. Ja, aber es lohnt sich. Blind zu werden lohnt sich, weil es ist ein Doppeleisen. Nein, es ist ein Kalium und ein Eisen. Nein, es ist ein Zweierkalium, nicht doch ein Eisen. Was denn jetzt? Oh, entscheid dich endlich. Es war ein Doppelerz Kalium-Eisen. Doppel-Kalium-Eisenerz. Hä? Bin ich jetzt verkloppt? Ich höre jetzt überall Schritte, ne? Ich schwör's euch, ich höre überall Schritte. Nach dem Erlebnis von letzter Folge, alter Schwede, ich höre nur noch Schritte. Ich renne hier was war denn da? So. Ja, wenn du das nicht weißt, musst du die letzte Folge gucken. Ah, oder ja. Deinen Alzheimer bekämpfen. Was? Siehst du? Was ist das denn? Kann man das essen? Ja, mich ja auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, Hühnchen, lebst du noch? Ja. Du bist Level 3. Oh, der hat auch noch gut zu fressen. Oder hast du gefüttert, Miri? Nein. Wenigstens einer, der mir gehorcht. Was heißt hier Pur? Das heißt ja, liebe Andrina. Oha. Oh. Bin auch Liebe, ne? Oh, ja. Ja, ich auch noch. Aber was ist los mit euch? Wir sind ehrlich geworden. Wir haben alle dieses Veritasee so. Ja. Pöbel muppt. Hat euch die Chips in den Arm nicht bekommen, oder was? Hä? Was? Ja doch, ich dreimal schon. Ja, ich habe nur zweimal, aber ich bin noch nicht dran. Darf noch nicht. Na, die 6 Monate noch nicht voll? Mhm. Ich darf noch nicht. Aber ich werde. Wenn ich darf, dann gehe ich. Mhm. Instant. Ach komm, mach mal eins so. Ach, warte mal. Das kommt ja hier auch noch rein. Und die die Made nicht. Oh. Echt erhebendes Gefühl, mal seine Kisten zu füllen, ne? Achso, ich könnte ja eigentlich mal. Wie viel haben wir denn hier? Ja. Ein Wolf, 2 Wolf. 3 Wolf, 4 Wolf. Nee, hä? Nichts gescheit. Zwischen gut. Geh mal wieder. Ein Wolf, 2 Wolf. Da, das weg, das weg. Oh, mein Ofen ist aus. Der Ofen ist aus. Kein Wolf. Hab ich den Kamouflage gehabt? Oh, der Streichhölzer. Können wir bewegen, ohne einen Wolf zu haben oder einen Bären? Wirklich? Wow. Hier ist doch irgendwas falsch gelaufen. So. Wie war das noch? Danke für deinen Schutz, lieber Heiko. Mhm. Bin tatsächlich heil wieder zu Hause angekommen. Das ist gut. So, lass mich gleich mal ein bisschen kochen. Oh, schon wieder vor Wut kochen? Oh, hier habe ich Streichhölzer. Ich bin so ein Genie. Alter, das. Eine Zwiebel habe ich auch noch im Inventar. Ja, Wahnsinn. Kopf wie Sieb, ehrlich. Kopf wie Sieb. Hast du Kopf wie Sieb? Wie wäre das? Hast du Kopf wie Sieb? Musst du ausschütten oder so? Ich weiß es nicht. Musst du notieren oder so, ne? Musst du aufschreiben. Ja, so. So. Also was? Trainieren müsste ich auch mal. Da ziehen wir uns mal so richtig schön heftigen hinter. Ne? Was? Eine 5? Kann Mensch erkennen, ne? Ah, ja. Stimmt ja. Ach, nö. Mann. Das dauert noch ein bisschen. Ja, okay, dann. Ich glaube, ich habe zu wenig Kartoschkas. Also 2 Stück. Ja, okay. Gut. 10 waren das, ne? Ja. Wie lange ist eigentlich noch, bis der Tag zu Ende ist? Mittag rum. Noch 12 Minuten. Ah, gut. Weil, möchte mich dann nämlich in die Bude hocken und dann mal eben AFK gehen und mir ein Brot schmieren. Und dann möchte ich nicht irgendwo rumstehen. Dann kommt nämlich so eine Fledermaus und meint, die müsste mich mit Haut und Haaren komplett wegfressen. Während ich in der Küche sitze. Wenn sie klug ist. So. Aha. Lässt sie das sein? Hallo? Ja, das hast du doch schön vorbereitet. Das war nicht freundlich von dir, nicht freundlich. Du sollst nicht immer Freundlichkeit und Ehrlichkeit durcheinander werbeln. Ich habe sogar zum Beispiel schon oft gesagt, ja, auf eine Frage geantwortet mit, möchtest du jetzt eine ehrliche Antwort von mir oder eine freundliche, weil die sich gegenseitig ausschließen. Dann hörst du einen Augenblick die Grillen zirpen.
war das eigentlich hier drin? Also mich deucht, es hat schon länger nicht mehr geregnet. Hier regnet es nie irgendwie. Geht das kaputt hier unten drin? Denn? Im Backofen, wenn man das Gemüse im Backofen lässt, geht das kaputt? Ja. Nein. Nein, 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 nein. Also ich habe jetzt Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln. Nein, das geht nicht kaputt, nein. Das macht Heiko auch so. Das geht ja nirgends kaputt. Alles, was verdirbt, verdirbt auch, wenn es im Ofen liegt. Aber immer beim Kochen hat man Gammelzeug, ne? Ja, da ist irgendwie ein bisschen buggy. Dass da manchmal Gammelzeug. Denkt man, hä? Hab ich da was vergessen? Ist manchmal gar nicht und trotzdem liegt da Gammel drin. Ja, ja. Vergessen habe ich nichts. Beim Rechsel Schimmer. Hast du was vergessen? Hast du das gekocht? Ja. Da siehst du es. Oh, Scheiße, hast du doch vergessen. Mist. Oh, das machen wir später. Ich denke immer, ach, da ist wieder Gammelfleisch, dann ist der Bug. Und dann, wo ist eigentlich das Steak, was ich gemacht habe? Ja. Also das ist genau das Gleiche. Nur halt. Okay. Ich frage mich nur, warum ich hier diesen Insektenschutz mit hier runtergenommen habe. Das wirst nur du beantworten können. Nee, nicht mal ich. So, jetzt haben wir erstmal Pflanzen gießen, ne? Vor sich hin. Sehr schön, sehr schön. Scheiße, der steht bestimmt auch was anderes, ne? Natürlich. Da muss ich nochmal Erz suchen morgen. Oh, heute geht noch 5 Minuten. Du kannst noch ein bisschen Erz suchen gehen. Nee, ich koch gerade. Ah ja. Ich habe auch gerade was in den Herd geschmissen und bin schon wieder auf die Spielwiese gelaufen. Nee, das mache ich nicht, weil. Das ist so gefährlich. Weil bei mir passiert es garantiert, dass ich das vergesse dann. Ja. Eine Vergessgarantie. Aber 100 pro. Das ist irgendwie tröstlich. Irgendwie befindet sich gerade kein Tier auf der Spielwiese. Was ist los? Ja, ich hatte ausgerottet. Vor zwei Bären und zwei Wölfe noch rumgeistern. Die habe ich einen Bogen gemacht. Irgendwann kommt so eine Fehlermeldung bei uns allen mitten auf dem Bildschirm. Game ends here. No animals anymore. Congratulations. Ja, genau. Sie haben das Spiel durchgespielt. Du hast sämtliche Tiere getötet. Das war dumm von dir, jetzt musst du verhungern. Aber ich hab doch noch Veggie. Das hält dich nicht bei Laune. Nee. Und dann trinkst du eine Seele. Ja. Keine Tiere, kein Wasser. Kein nix. Aber Fisch gäb's ja noch. Wenn die auch weggeangelt hast. Nee, weißt du, wenn du in der Lage bist, hier ein Lagerfeuer auf dem Wasser zu installieren. Ja, bitteschön, was soll denn dann noch schief gehen? Ja, eben. Immer noch nicht ganz mein. Du kannst ihren Wasser. Bären vor der Tüte behalten. Aber das was? Ist immerhin alles voll. Den Bären vor der Tür, den kannst du behalten, sagt er. Ja, Karotte, ja. Karotte. Kommst du übers Wasser, läufst hinten über die Terrasse, springst auf der anderen Seite ins Wasser, möchtest landen, steht ein Bär vor dir. Danke fürs Gespräch. Ja. Sag dich, hier sind keine Tiere auf der Wiese. Ich hab mich geirrt. Wieder alle auf einmal, ne? Ich hab mich geirrt. Hühnchen. Hühnchen. Komm her, hier. Ich brauch dich. Komm mit mir. Ich hab ein schönes Zuhause, da bist du sicher. Komm schon. Auf jeden Fall kurzzeitig. Komm schon. Ganz, ganz kurzzeitig. Ja. Könnte ein bisschen frostiges Verhältnis werden. Ich hab es. Guck mal, ich bring dich jetzt nach Hause. Wieso habe ich gerade eben was knurren hören, ohne dass hier was ist, was knurrt? Ich habe auch was gehört, aber nichts gesehen. Na Gertrude, alles ganz gut. Gertrude. Lass mal gucken. Das na Mechthild, ich bring dir noch mal Gertrudchen. Ja, ja. Oh. Es flattert und ey, ich hab die gehört und schon beißt sie mich. Also ist doch wohl nicht zu fassen. Ich blute schon wieder. Ist aggro. Dich sehe ich wenigstens, wenn du knurrst.
Warte, wenn du dich jetzt da irgendwo hinsetzt, ne? Dann bist du tot. Theodor. Elendes. Nein, die kommt schon wieder an. Nee, die hat nicht, nicht. Da ist sie jetzt um die Ecke geflogen, aus meinem Sichtfeld raus. So ein widerliches Stück. Ich sag's nicht. Alles braucht man Eisen. Eisenbarren, echt. Ich hasse diese Viecher ja so sehr. Krass. Brauchst du Eisen? Weg ist sie. Ja, suche ich mir. Gleich ich kommt sie hier 77 an. Könnte ich dir geben. Nein. Verwahr erstmal. Ich würde es dir geben. Ich habe ja gerade 8 Eisenbarren gemacht für mein Dingens. Also. Ich würde dir die geben. Was ist das jetzt wieder? Du kannst sie ruhig nehmen. Ah, schon wieder. Hast du wieder einen Bug? Ja. Ja, okay. Hast du ein Elch vorm Gesicht? Nee, eine Wasserflasche an der Maus hängen. Ah. Hast du aber komische Maus? Möchte ich das wissen? Möchte ich das hinterfragen? Dritte heute mal. Das dritte Mal. Das ist Kacke mit Ei. Nee, Wasserflasche. Ja. Da dann steht das ja noch. Wo? Ey, Wolf, Bär, Nürnberg, mein Mensch. Nicht einmal getroffen. Die Klappe kommt runter. Die hat noch 12 Lebenspunkte. Ja, ist sie? Nein, die Fledermaus. Ja, wunderbar. Diese widerliche. Wo ist denn jetzt hin? Ah, da hinten. Jetzt bin ich aber infiziert. Das ist ein Bug. Jetzt ist sie tot. Mann! Was ist denn los bei dir heute? Ah, diese Viecher, ich hasse sie. Das weiß ich nicht. Mann. So, 3 Stoff hat es mir aber gegeben. Jetzt werde ich mich erstmal entbluten. Es war ja auch eine Level 3 Fledermaus. Ja, mir egal, jetzt ist es Level Vergangenheit. Und jetzt bin ich auch wieder gesund. Level so. Gammel. Wo ist die Bude da? Level Gammel. Mann. Das lag bestimmt an der Verfolgerkamera. Die hat gesagt, hier, Fledermaus. Ich bin gerade erst zu dir gewechselt, als du geschimpft hast. Hallo? Nee. So einfach ist das nicht. Ich muss doch irgendjemandem die Schuld geben. Ach ja, weißt du. Was? Ich trage so viel Schuld auf meinen Schultern. Tja, schön, dass du es selber sagst. So, gucken nicht, dass das Feuer ausgeht. Ah ne, ist noch alles. Aber 73 Kristalle habe ich gesammelt. Das ist doch schon not from bad parents, oder? Yes. That's good. Also, wenn jemand in die Grotte geht, hier in der Kiste ist Kohle drin. Also Brennholz müsst ihr gar nicht mitbringen. Ja. Aber ein Anzünder wäre vielleicht gut. Ich habe einen Hasen in der Falle gehabt. Gehabt? Nur der Wolf, der wollte da nicht rennen. Es wird düster, Giss. Düstiges. Will ich nochmal schnell meinen Hasen wegräumen hier? Zack. Die Kartoschkas wegräumen. Zack. So. Hab ich ja noch irgendwas. Einmal niesen. Ei, der Daus. Ei. Wie gut, dass die Folge gleich zu Ende ist. Heute gibt's mal Krebs. So, schon wieder? Schon wieder Krebs. Oh, was mehr gibt's Krebs? Ist ja lecker. Surimi. Oh Gott, fang nicht schon wieder damit an. Oh nein. Die Kommentare unter dem Ding waren schon wieder. Jammer. Guck mal hier, nochmal Eisen. Ich glaube, ich kann jetzt bald wieder anfangen. Ach nee.
Oh nein, ich habe die ganze Asche weggemacht. Ich bin so ein Dödeltier. Ein Dödeltier? Ja, ja, macht nichts. Es wird Düsterkiss. Wir müssen das jetzt nicht ausreifen. Vor meinem Mahnbaum steht ein Level 1 Baum. Wolf. Level 1 Baum. Vor meinem Baum steht ein Level 1 Baum. Wir beenden die Folge und hoffen, euch hat's gefallen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.